Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Ihr kennt das von meinen Leselisten-Videos. Ich zeige euch wie immer ein paar Bücher, die ich im Monat danach lesen möchte. Diesmal ist es der Monat Mai. Oh mein Gott, wir haben dann einfach schon Mai, schon richtige Sommerfeelings. Ich habe mich diesmal für 4 Bücher entschieden, die ich euch gerne zeigen würde. Und ja, ihr wisst das, ihr kennt das vielleicht schon von meinen anderen Videos. Ich halte mich nicht so immer an meine Leselisten, Listen. Ich lese manchmal auch nur 1 oder 2 Bücher von den Listen, aber ja, wecken mich immer wieder Erinnerungen. Ach, da ist ja noch das Buch, was du gerne lesen würdest und das Buch. Und manchmal lese ich dann die Bücher erst in dem Monat danach. Aber sie kommen wieder so, ich habe wieder so eine Auffrischung, so, ach ja, das Buch ist ja, darum geht's und ja. Aber ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten Buch, was ich gerne im Monat mal lesen würde. Und das ist Cursed Kiss von Elena Falk. Das würde ich super, super gerne lesen. Ja, wie so jedes Buch, was ich euch immer in meiner Leseliste zeige. Ich lese euch ja auch immer den Klappentext vor und das mache ich auch bei diesem Buch hier. Erins Lippen sind gefährlich, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Hall College. Sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hades und dazu verdammt, junge Männern mit einem Kuss die Seele zu stehlen. Niemals darf sie sich verlieben, das ist Erins wichtigste Regel, bis sie auf einer Verbindungsparty Aden begegnet und plötzlich alles anders ist. Adens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in Erin, die sie nicht empfinden darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln. Es ist halt der erste Band von einer Reihe. Und ich finde, dass sich das richtig, richtig gut anhört. Und halt auch so mit so griechischen also ich denke, dass halt das auch um griechische Mythologie geht, so. Und also so kleine Elemente davon hat, das wollte ich sagen, genau. Und deswegen, ja, ich lese sowas super, super gerne. Und deswegen habe ich es mir ja damals auch mitbestellt, als ich meine letzte große Bestellung der neuen Bücher gemacht habe. Und ja, ich möchte das halt echt, echt gerne lesen. Ich bin sehr, sehr gespannt dann darauf, ob mich das Buch fesseln wird. Dann möchte ich gerne von Nicola John The Sun is Also a Star lesen. Ein einziger Tag für die Liebe. Ich meine, das gibt es ja auch im Film zu. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Und ja, ich würde das gerne lesen. Ich hoffe, es ist auch so eine schöne Geschichte für zwischendurch. Und darum geht es. Tatsache ist, ich glaube nicht an Magie. Tatsache ist, wir sind magisch. Als Daniel und Natascha sich zufällig in New York kennenlernen, verknallt Daniel sich sofort in das jamaikanische Mädchen. Doch Natascha glaubt nicht an so etwas Albernes wie Liebe auf den ersten Blick. Daniel setzt alles daran, sie davon zu überzeugen, dass das, was sie spüren, wirklich Liebe ist. Ihm bleibt dafür nur ein einziger Tag. Denn Natascha soll noch am selben Abend abgeschoben werden. So viele Dinge mussten geschehen, so viele Zufälle passieren, damit ausgerechnet diese beiden zu genau dieser Zeit an genau diesem Ort aufeinandertreffen. Kann es da wirklich sein, dass das Schicksal ihnen nur einen einzigen Tag schenkt? Also das hört sich nach so einer schönen Geschichte für zwischendurch an, mit aber auch spannenden Elementen drin. Und deswegen hoffe ich, dass mich das sehr fesseln wird und dass das so ein Buch ist, was ich so, ja, dass mich das so sehr fesselt, dass ich das so voll schnell auch durchlese und damit ich es auch mal von meinem Sub befreit habe. Also ich bin mal gespannt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder eventuell auch schon einen Film gesehen habt. Und dann, ja, schreibt mir gerne, wie euch das dann gefallen hat. Und das nächste Buch, was ich gerne lesen möchte, ist von Brittany C. Sherry, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Das ist nämlich ein Buch von Brittany C. Sherry, was ich noch nicht gelesen habe. Sonst habe ich bisher alle, die ich in meinem Regal habe, von ihr schon gelesen. Aber das halt irgendwie noch nicht. Und ja, ich möchte es einfach jetzt gerne auch mal lesen, weil ich glaube, bald erscheinen ja auch wieder neue von Brittany C. Sherry, wenn ich mich nicht vertue. Und ja, die Autorin schreibt einfach richtig, richtig poetisch auch und ja, hat immer sehr, sehr emotionale Elemente auch in ihrem Buch. Irgendwie habe ich es heute mit dem Wort Elemente, aber es ist immer auch eine ja, berührende Geschichte auch und deswegen würde ich gerne dieses Buch lesen. Jackson Amory glaubt nicht an Versprechen und ich glaube nicht mehr an die Liebe. Ich bin zu zerbrochen für ihn. Er ist nicht der Richtige für mich und doch sind wir perfekt füreinander, weil wir wissen, dass das zwischen uns nicht für immer sein wird, weil wir die Hoffnung längst aufgegeben haben, dass uns jemand für den Rest unseres Lebens lieben könnte, bis der Moment des Abschieds gekommen ist und wir plötzlich merken, dass wir nie wieder ohne einander sein können. Also auch allein für dieser Klappentext, finde ich, hört sich so mega poetisch an. Also sie hat einen ganz, ganz besonderen Schreibstil, die Autorin, finde ich. Und ja, mal gucken, ob mich das Buch dann genauso berühren wird, wie es wirklich bisher alle anderen Bücher, die ich von ihr gelesen habe, getan haben, weil sie einfach so emotional auch sind.
Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, was ich gerne lesen würde im Mai. Ist von Vic James Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern. Das ist auch ein Buch, was wirklich schon, ich glaube, schon über ein Jahr ungefähr auf meinem Sub liegt. Und was sich einfach mega, mega spannend anhört. Und deswegen ich mir es deswegen damals, ich glaube, ich habe mir es letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, es hört sich halt mega, mega spannend an. Und deswegen wollte ich es damals haben. Und was habe ich bisher noch nicht gelesen? Ich habe auch schon den zweiten Teil hier liegen. Und darum geht es. 10 Jahre Sklavenarbeit für alle, fast alle. In England muss jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, 10 Jahre lang als Sklave arbeiten. Lukes Familie will diese Sklavenjahre gemeinsam durchstehen, im Dienst der mächtigen Herrscherfamilie Jardine. Doch nun rast Lukes Herz vor Angst, als er plötzlich von den anderen getrennt und in die laute und schmutzige Fabrikstadt Millmore gebracht wird. Die Arbeit dort ist besonders hart. Seine Schwestern sind mit den Eltern am prunkvollen Hofe der Jardines, den rücksichtslosen Machtspielen und eiskalten Intrigen der Elite ausgesetzt. Vor allem der junge Adlige Silvien verfolgt mit seinen ungeheuerlichen magischen Fähigkeiten eigene Ziele. Und Lukes Schwester Abby verliert ihr Herz an den Falschen. Also ich finde, das hört sich einfach so richtig, richtig, richtig spannend an und auch mal nach wieder was ganz anderem. Und deswegen möchte ich eigentlich echt gerne mal lesen. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so unbedingt so dick. Es hat ungefähr 430 Seiten. Also mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe es wirklich im Mai, das Buch zu lesen. So, und das war's auch schon mit meiner Leseliste für den Monat Mai. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr im Monat Mai lesen würdet, gerne lesen würdet, oder ob ihr schon ein Buch von den Büchern, die ich euch gerade gezeigt habe, schon gelesen habt und wie es euch dann gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden. Bis dann!